Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI Phantom 2. Heute widmen wir uns mal einem Thema, das sicherlich sehr, sehr interessant ist, aber auch oftmals kontrovers diskutiert wird, und zwar dem Thema Recht. Die rechtliche Betrachtung des Fluges mit einem solchen Quadrocopter, die ist nicht immer ganz einfach und auch gar nicht so leicht nachzuvollziehen, da hier in mehreren Gesetzen verschiedene Paragraphen auf einen solchen Multicopter-Anwendung finden. Wir werden das Ganze daher sehr wahrscheinlich auf mehrere Filme aufteilen müssen und ich gebe euch heute nur mal so einen allerersten Überblick. Bevor ich das jetzt aber mache, noch der Hinweis darauf, dass ich kein Jurist bin, ich bin also rechtlicher Laie. Ich habe versucht, sauber und ausführlich zu recherchieren und werde die Aussagen, die ich hier treffe, auch immer wieder mit Gesetzestexten belegen, aber unterm Strich haben die natürlich keine rechtliche Relevanz. Bitte bedenkt das also, dass ihr euch nicht hier auf diesen Film irgendwo vor Gericht berufen könnt. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, möchte ich euch zunächst so ein kleines Vorwort einmal vorlesen, das ja vielleicht so ein bisschen auch an den gesunden Menschenverstand appelliert. Und zwar geht es um die Luftverkehrsordnung. Das ist eines der vielen Gesetze, mit denen wir es zu tun haben als Piloten eines Multicopters. Und dort heißt es in Paragraph Nummer 1, Grundregeln für das Verhalten im Luftverkehr. Nummer 1. Jeder Teilnehmer am Luftverkehr hat sich so zu verhalten, dass Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr gewährleistet sind und kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Zweitens, der Lärm, der beim Betrieb eines Luftfahrzeuges verursacht wird, darf nicht stärker sein, als die ordnungsgemäße Führung oder Bedienung unvermeidbar erfordert. Und drittens, wer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder infolge geistiger oder körperlicher Mängel in der Wahrnehmung der Aufgaben als Führer eines Luftfahrzeugs behindert ist, darf kein Luftfahrzeug führen. Also, don't drink and fly, das ist schon mal so eine Sache, die ihr euch hier merken solltet. Genauso aber auch körperliche Behinderung, also wenn ihr euch einen Finger geschnitten habt, dann ist das vielleicht auch ein Grund, warum ihr mal nicht fliegen solltet. Aber wichtig ist natürlich hier der Abschnitt Nummer 1, es darf kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden. Also versetzt euch auch mal, bevor ihr fliegt, immer so ein bisschen in die Lage des anderen, in den Nachbarn, der um 8 Uhr morgens sonntags von eurem Multicopter geweckt wird vielleicht, oder in den Piloten einer vollbesetzten Cessna in 300 Meter Höhe, der dort plötzlich eure Drohne irgendwo schweben sieht. Das ist so ein bisschen, da müsst ihr immer ein bisschen vorher dran denken, dann vermeidet ihr auch viele, viele rechtliche Probleme schon im Vorfeld. So, das also das Wort zum Sonntag. Kommen wir zur rechtlichen Betrachtung unseres Multicopters. Die erste Frage, die man sich da vielleicht so stellt, ist, naja, so ein Spielzeug hier, gibt es da überhaupt irgendwelche Gesetze? Ich meine, seit wann muss man Gesetze beachten, wenn man mit Spielzeug spielt? Nun, um das zu klären, müssen wir erst einmal prüfen, ob unser Multicopter ein Teilnehmer des Luftverkehrs ist, ein sogenanntes Luftfahrzeug. Und die Luftfahrzeuge, die werden aufgelistet im Paragraphen 1 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes. Dort ist zum Beispiel im Punkt 9 der Begriff Flugmodelle zu finden. Nun, Flugmodelle, also wenn wir uns unseren Multicopter einmal anschauen, der wird ja mit einer Fernsteuerung gesteuert, ähnlich wie das bei Flugmodellen der Fall ist. Aber so ein Flugmodell, also eine Verkleinerung eines großen Flugzeuges, ist der ja eigentlich nicht. Tatsächlich ist es auch so, dass unser Multicopter zunächst einmal kein Flugmodell ist, sondern ein sogenanntes unbemanntes Luftfahrtsystem. Neudeutsch würde man vielleicht Drohne dazu sagen. Und die werden in einem Nachsatz zu diesem Paragraphen 1 abgehandelt. Ich lese mal gerade vor. Ebenfalls als Luftfahrzeuge gelten unbemannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden, in Klammern unbemannte Luftfahrtsysteme.
Hier haben wir also eine Weggabelung erreicht. Zum einen werden hier die unbemannten Luftfahrtsysteme beschrieben. Auf der anderen Seite sind sie das aber nur dann, wenn sie eben nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung genutzt werden. Also der eine Weg, zum Beispiel der Weg der kommerziellen Nutzung, der führt in Richtung unbemanntes Luftfahrtsystem. Da ist es eben so, dass hier ganz spezielle Gesetze und Regeln zum Tragen kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Nutzung des Multikopters zu Zwecken des Sports und der Freizeitgestaltung. Das ist der andere Weg mit ebenfalls leicht abgewandelten und anderen Gesetzen, die hier dann zum Tragen kommen. Gut, wenn der Multikopter kein unbemanntes Luftfahrtsystem ist, weil wir es eben zu Zwecken des Sports und der Freizeitgestaltung nutzen, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist es denn dann? Das wollten auch einige Abgeordnete, unter anderem der Fraktion Die Linke, wissen und die haben eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt im Jahre 2013 und das Bundesinnenministerium hat im Oktober 2013 sich dazu geäußert und zwar wie folgt. Wird das unbemannte Fluggerät jedoch zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben, so handelt es sich um ein Flugmodell nach § 1 Absatz 1 Nummer 8 der Luftverkehrszulassungsordnung in Klammern LuftVZO. Hier haben wir also dann eine offizielle Äußerung, die besagt, okay, wenn ihr das also zu Zwecken des Sports und der Freizeitgestaltung nutzt, dann wird das im Rechtlichen weiterhin behandelt, wie dieser Punkt 9 Flugmodelle. Also wir haben jetzt hier das ist eine ganz wichtige Weggabelung, die wir hier erreicht haben, zum einen in Richtung unbemanntes Luftfahrtsystem und zum anderen in Richtung Flugmodell. Daraus leiten sich einige Sachen nachher ab in den späteren Filmen. Da werdet ihr mit Sicherheit das ein oder andere Mal in Staunen kommen, dass das tatsächlich so ist. Aber diese Weggabelung, die muss man wirklich verstehen. Und die Definition ist hier ganz klar Sport- und Freizeitgestaltung und nichts anderes. Immer wieder liest man zum Beispiel im Internet, ja, du darfst keine Kamera dran machen oder du darfst Filme mit deiner Kamera nicht veröffentlichen, weil wenn das veröffentlicht ist, dann ist das ja nicht mehr privat. Der Gesetzgeber schreibt aber gar nichts von einer privaten Nutzung oder einer öffentlichen Nutzung, sondern hier ist ganz klar geregelt, dass das nur bei Sport- und Freizeitgestaltung, dass diese beiden Begriffe hier eben verwendet werden. Und eine Freizeitgestaltung, die muss nicht zwingend privat sein, die kann auch natürlich im öffentlichen Raum stattfinden. Also das ist ganz wichtig hier, diese Trennung zu verstehen. Bevor wir jetzt in weiteren Filmen auf die einzelnen Wege und die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Wege eingehen, möchte ich zunächst einmal noch etwas ansprechen hier in diesem Film, was für alle gilt. Und zwar ist das der Punkt Versicherung. Das ist ja auch was man immer wieder liest. Ja, du brauchst eine Versicherung, aber stimmt das wirklich? Und in welchen Gesetzen steht das eigentlich? Da werfen wir mal einen Blick als allererstes in das Luftverkehrsgesetz, LuftVG. Dort ist das in zwei Paragraphen relativ klar geregelt. Ich lese vor. Zum einen der Paragraph 33 Absatz 1. Wird beim Betrieb eines Luftfahrzeuges durch Unfall jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter des Luftfahrzeugs verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Also, wir sind hier in der Haftung drin, Schadenersatz müssen wir leisten. Allein schon deswegen ist es natürlich sinnvoll, eine Versicherung zu haben, aber das ist kein Kann, sondern es ist ein Muss. Das steht in § 43 Absatz 2. Der Halter eines Luftfahrzeuges ist verpflichtet, zur Deckung seiner Haftung auf Schadenersatz nach diesem Unterabschnitt eine Haftpflichtversicherung in einer durch Rechtsverordnung zu bestimmenden Höhe zu unterhalten. Also hier ganz klar äußert sich der Gesetzgeber, wir müssen für Schaden aufkommen und wir müssen auch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Und wer genau aufgepasst hat, der wird festgestellt haben, dass dort nichts steht von Größe des Luftfahrzeuges. Es steht dort auch nichts von Gewicht des Luftfahrzeuges, auch nicht von der Art der Motorisierung, der Geschwindigkeit oder sonst irgendwas.
Und das bedeutet wiederum, dass jedes Luftfahrzeug versichert werden muss, auch wenn es sich dabei nur um ein so klitzekleines Spielzeug wie dieses hier handelt. Auch das darf man nur fliegen, wenn man eine gültige Versicherung hat. Ein Punkt, der hier angesprochen wurde, das ist die Höhe, die Deckungshöhe. Und da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist ein bisschen knifflig. Es ist aber entscheidend, dass ihr eine Versicherung habt mit der richtigen Deckungshöhe. Und da gehen wir auch noch mal gerade in die Gesetze rein. Paragraph 37 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes besagt, der Ersatzpflichtige haftet für Schäden aus einem Unfall A. bei Luftfahrzeugen unter 500 Kilogramm Höchstabflugmasse nur bis zu einem Kapitalbetrag von 750.000 Rechnungseinheiten. Rechnungseinheiten, was ist das? Das bestimmt der Gesetzgeber in § 49b. Umrechnung von Rechnungseinheiten, dort heißt es, die in den Paragraphen 45 bis 47 genannte Rechnungseinheit ist das Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds. Der Betrag wird in Euro nach dem Wert des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht zum Zeitpunkt der Zahlung umgerechnet. Alter Schwede, also das ist was ich selber auch nachschlagen musste. Rechnungseinheiten, Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfonds, das ist ganz schön kompliziert. Im Prinzip kann man sich das so in etwa vorstellen wie eine spezielle Währung nur für den Internationalen Währungsfonds. Und diese Währung, die wird übrigens mit dem Währungskürzel SDR für Special Drawing Right, Sonderziehungsrecht, angegeben. Und wenn man genau wissen will, wie da der Kurs ist, dann kann man im Internet ganz einfach zum Beispiel nach einem SDR to Euro Konverter suchen oder Umrechnung SDR Euro. Dann findet man ganz schnell Webseiten, bei denen eine Umrechnung möglich ist. Die Umrechnung, die ist übrigens immer tagesaktuell, denn dieser Wechselkurs, der kann sich natürlich auch ändern. Und das bedeutet zwangsläufig, dass sich auch die Deckungssumme immer ändert. Daher ist es natürlich sinnvoll, hier einen entsprechenden Puffer zu haben. Ich habe mal für euch ausgerechnet, was die 750.000 Rechnungseinheiten nach heutigem Stand, also August 2014, bedeuten würden. Da haben wir dann einen Eurobetrag von 865.000 Euro Deckungssumme, die ihr haben müsst. Die meisten Versicherungen, die haben heutzutage eigentlich eine Deckung von 1,5 Millionen. Also da ist man durchaus sicher abgedeckt. Aber ich habe auch schon Versicherungen gesehen, die Modellflugversicherungen anbieten bis zu einer Deckungssumme von 750.000 Euro. Und das ist dann natürlich zu wenig. Ja. Abschließend, bevor wir auch diese Versicherungssache hier abhaken, möchte ich noch ganz kurz auf zwei weitere Paragraphen im Zusammenhang mit der Versicherung hinweisen, denn die sind wichtig und die können euch auch eventuell kalt erwischen. Und zwar in der Luftverkehrszulassungsordnung steht der Paragraph 105, der Versicherer. Erstens, der Versicherungsvertrag ist mit einem Versicherer zu schließen, der zum Geschäftsbetrieb in Deutschland befugt ist. Das bedeutet, ihr müsst einen Versicherer haben, der auch hier in Deutschland als Versicherer zugelassen ist. Und das ist nicht unbedingt immer so hundertprozentig gewährleistet. Da muss man also genau hingucken. Paragraph 106, Versicherungsbestätigung, Absatz 2. Bei dem Betrieb von Luftfahrzeugen ist als Versicherungsnachweis eine Bestätigung über die Haftpflichtversicherung für Drittschäden mitzuführen, die den Anforderungen des Absatzes 1 genügt. Und viertens, die zuständigen Stellen können jederzeit die Vorlage nach den Absätzen 2 und 3 mitzuführende Versicherungsbestätigung, die Vorlage des Versicherungsscheins sowie den Nachweis über die Zahlung des letzten Beitrages verlangen. Also, bitte denkt daran, eure Versicherungspolice oder Versicherungsbescheinigung, die ist im Aktenordner sicherlich ganz toll aufgehoben, aber ihr müsst sie zumindest auch mitführen, wenn ihr unterwegs seid mit eurem Multikopter. Das ist natürlich eine Sache, die ratsam ist, wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, denn es kann euch passieren, dass ihr kontrolliert werdet. Mir persönlich ist das noch nie passiert, aber wichtig ist zu wissen, man muss das, die Versicherung, den Versicherungsnachweis, den muss man dabei haben und man muss den auch vorlegen können.
So, das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ist eine Menge Tobak jetzt gewesen. Wir haben drei wichtige Sachen kennengelernt. Zum einen, dass man ja sich vernünftig im Luftverkehr, im Luftraum verhalten soll, nicht die Sau rauslässt, defensiv ist, Rücksicht nimmt auf andere, vorsichtig fliegt. Denkt daran, ihr seid nicht alleine im Luftraum, also verhaltet euch auch entsprechend. Der zweite wichtige Punkt war die Weggabelung zwischen dem unbemannten Luftfahrtsystem auf der einen Seite und dem Flugmodell auf der anderen. Beides kann ein und derselbe Multikopter sein, je nachdem wie er genutzt wird. Das ist eine ganz wichtige Weichenstellung auch, wie gesagt, für zukünftige rechtliche Betrachtungen und weitere Filme. Und das dritte ist, ja, wir brauchen eine Versicherung, wir müssen eine bestimmte Deckungssumme da haben und wir müssen auch die Versicherungsunterlagen auf Wunsch vorzeigen können. Wir werden natürlich weitere Filme machen und uns weitere Sachen anschauen, zum Beispiel, wo darf man überhaupt fliegen, wie hoch darf man fliegen, wie weit darf man fliegen, wie schnell darf man fliegen. Wir werden uns so Sachen anschauen wie Aufstiegserlaubnis oder auch die Betrachtung der Rechte im Bereich Fotografie, Film, was gibt es da. Aber das kommt alles dann, wie gesagt, in späteren Filmen. Es ist kein leichter Stoff und das Ganze muss auch sauber recherchiert werden, bevor ich euch das hier vortrage. Von daher habt bitte Verständnis dafür, dass ich diesen Film jetzt hier an dieser Stelle erstmal unterbreche. Bis zum nächsten Mal. Die Sachen, die ich euch hier vorgelesen habe, die ganzen Gesetzestexte, die stelle ich natürlich ins Forum rein. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen, auch mit Quellenangaben, wo ihr selber dann auch in die Gesetzestexte reinkommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das dann da auch entsprechend kommentiert. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch mein Film bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen netten Kommentar hier unten. Eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und abonniert mich hier auf YouTube und auch auf Facebook. Dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Folgen zum Thema Recht. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, wie immer noch zum Abschluss der Hinweis nochmal aufs Forum. Dort gibt es auch einen großen Bereich zum Thema Recht, wo ihr ausführlich alle anderen rechtlichen Aspekte, die euch noch interessieren, auch diskutieren könnt. Das findet ihr, wie gesagt, unter www.copterforum.de.